button. You want to see the deaf people? Deaf people? Pictures? Come. Pfingsten am Autobahndreieck Nürnberg-Feucht. Polizeidirektor Stefan Pfeiffer konfrontiert filmende Handygaffer mit ungewöhnlichen Ansprachen direkt auf der Autobahn. Damit wurde der Beamte zum YouTube-Star. Zusammen mit der Polizeigewerkschaft präsentiert er jetzt einen Anti-Gaffer-Aufkleber, der das Thema weiter ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken soll. Denn filmende Gaffer gefährden sich und andere. Wir hatten dieses Jahr leider auch schon aufgrund solcher Schaulust-Gaffer, wie immer man es nennen will, auch auf der Gegenfahrbahn zum Teil schwere Unfälle mit Verletzten, wo man dann als Hilfskraft schon ein bisschen ratlos daneben steht und sich denkt, musste das jetzt sein? Und deswegen sind wir auch so interessiert dran, dieses Thema weiter warm zu halten. Der Gaffer selber soll sich eben schämen, soll sich dessen bewusst sein, was er für eine widerwärtige Handlung da macht. Und das soll eben die Hand mit dem Handy und die Gaffer mit Shame on you zum Ausdruck bringen. Die Polizeigewerkschaft fordert deshalb vom Gesetzgeber auch Strafverschärfungen gegen Gaffer, die an Unfallstellen filmen. Bisher ist bei diesem Tatbestand ein Bußgeld von bis zu 230 Euro fällig. Den Anti-Gaffer-Aufkleber gibt's dagegen deutlich günstiger, genauer gesagt kostenlos, bei der Landesgeschäftsstelle der Deutschen Polizeigewerkschaft in München.